guten Abend, liebe Literaturfreunde. Es kommt mir vor, als ob es gestern gewesen wäre, dass man ihn in einer stillen, unbeobachteten Minute einmal zur Hand genommen hat. Ja, dass man mit ihm zu verschmelzen drohte, man ihn wendete, man von vorn und zur Not auch von hinten einen eher zarten und kleinen oder auch einen dicken und großen Band, oder was dachten Sie, eines guten Buches aus dem Regal genommen hat und zu lesen begann.